Hallo und willkommen zurück zu Monster Hunter Welt. Wir machen jetzt die Spezialarena Radobahn, weil die ist hier. Ich benutze meine Gutscheine noch nicht hier. Die benutze ich bei der Quest, wo ich auch die Knochen brauche. Also wir brauchen Monsterknochen plus noch für die Rüstung und scheinbar gibt es die irgendwie nur bei Quests und nicht bei den Knochenhaufen. Ja, das ist, ja. Also Quests oder halt gewisse Gegner killen. Was in dem Falle irgendwie doppelt gemoppelt ist, weil das auch Quests sind, wo man die Gegner killt. So, wir haben ja Herbsternte beziehungsweise Spuk-Event. Ich habe jetzt die Spukrüstung gecraftet. Der Radobahn zählt da jetzt noch nicht dazu zu den Gegnern, die wir killen müssen, aber er ist halt da, also mache ich immer eben. Ja, vier Sterne. Und dann sollten die anderen kommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, das sind alles 5-Sterne-Quests. Ja, da wird's heftig. Schauen wir Naja, mal, ob das die letzte 4-Sterne-Quest ist oder ob da noch eine da ist. ich dir nicht sagen. Aber erinnere mich dran, dass ich mich danach rüber begebe und meine Baguettes in den Ofen schiebe. Ja. Ich sollte dich an deine Baguettes erinnern, weiß nicht, ob ich das kann. Na, jetzt wo du es weißt und wir darüber geredet haben, ist die Chance, dass es wir beide vergessen, geringer. Okay. Energy Drink, weil er uns einschläfern will. Schau mal, bei mir fliegen ein Haufen Fledermäuse um mich. Die Truhe hier leeren. Naja, mach ruhig. Ich nehme Kann den man Rest ja mit einem Knopfdruck. Ich weiß nicht, was du da machst. Ich habe Fledermäuse um mich rum. Das ist das Spukset. Oh, warte. Ich habe jetzt den Kopf aus. Lass mich mal den Kopf wieder anmachen. Kopf. Der Kopf. Wo ist der Kopf denn? Da. Was? Der Kopf gibt mir jetzt eine andere Frisur, Haarfarbe und Hörner. Das ist ja, aber nur auf der Vorderseite. Ja, mal, ich habe Hörner. Warte mal, du hast. BDF, ich habe braune Haare im Hintergrund an. Ja, das ist eine normale Frisur, oder nicht? Oder ist die nicht braun? Ja, ist meine normale Haare. Ja, du hast einfach nur eine Perücke auf und zwar nur eine vorne. Ja, eine halbe Perücke ist aber auch etwas merkwürdig. Naja, was soll's? Ich bin jetzt Dämonenfürstin. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt für Fähigkeiten drin sind. Deswegen schaue ich nach. Das, Was? Basilisten-Munition? Oh. Ich habe Pestwiderstand, Superwaffe. Oh, okay. Handwerk, Blocken, offensive Abwehr. Nett. Warum ist hier Wasser? Hä? Was? Hier? Einfach so. Schön, da mal Fische drin? Habe ich noch nie ausprobiert. Mein Gott, ist das ein riesiges Monster. Das mal aus. Okay, du kämpfst. Was ich Meine kämpfe. Katze und ich füllen die Kanone. Ah, das ist der Typ. Warte, ich kann den treffen. Komm, Katze, hilf mit. Ist dann langweilig, wenn ich die Kanone alleine fülle. Mit F. Nutzlos, diese NPCs, ey. Ich bin nicht mal sicher, ob ich so weit nach unten zielen kann. Ich glaube nämlich nicht. Das ist echt nutzlos, was ich gerade mache. Gibt nur eine Spezialarena, Alter, 25 innere, ins Gesicht. Kanone sich lohnt. Okay. Oh, das ist gut, wenn er da hinten ist. Ja. Oh mein Gott, er geht sogar rauf. Hui. Ja, bleib mal genau dort. Vielleicht schaffen wir es. Was, da oben oder was? Ja, perfekt. Hopp. Okay, kein Treffer. Schade drum. Komm dann mal. Mein Jagdhorn macht eh mehr Damage. Ausdien gegen die Wand. Okay, das ist perfektes Timing. Okay, machst du das? Okay, warte, wir nehmen uns das mit. Können wir ihn schon so abbauen? Nee, oder? Der muss, glaube ich, noch anders liegen, oder? Du musst halt auf dem Rücken sein, du bist auf seiner Bauchseite. Also ja, den hättest du abbauen können. Oh, achso, ich war auf der weiten Seite. Okay, ich gebe uns Gesundheit erholen. Ich möchte dein Zeug einsammeln, wenn es dich nicht stört. Okay, ich mache jetzt Gesundheitserholung. Dance. Alles klar. Ich hab so wenig Lebenspunkte dabei. Okay, da wolltest du die. Du bist der Arena zu klein für ihn, habe ich das Gefühl. Ja, manche Monster haben das Problem, glaube ich.
Okay, ich tanze, mache Musik für Angriffshoch- und Angriffabwechslungsschutz zusammen mit Gesundheitserholung. Dauert ein bisschen, bis ich fertig Musik schaffe. Okay. Wenn du ihn in der Mitte lockst. Könnte klappen. Ah. Headshot. Ja. Oh. Ich vermisse meine Ohrstöpselrüstung. Der einfach in der Wand rumrollt. Naja, wenn die Waffe lang genug ist, kann man ja angreifen. Einmal abbauen! Oder? Da lag Material auf jeden Fall, ja. Weiß nicht, ob ich abbauen konnte. Ja. Weiß ich auch nicht. Er hat an seinen Beinen noch einen Mordsknochen. Er kann seine Knochen hier, denke ich, nicht nachfüllen. Okay, die eine Seite ist weg. Genug für den letzten Schuss. Schön. Oh, da hat er mich aufgehalten. Soll ich der Katze befehlen, Palarang zu benutzen? Weil er aggressiv geworden ist, ist er nicht gerannt, okay. Toll. Ja, naja, gib mir mal hier dein Stachelding. Au. Noch unser einmal auf. Jetzt eigentlich. So, erst. Oh, ich habe immer noch den Guinea-Mantel dabei. Ja, ich habe jetzt keine Vitalitätsmesse mehr, weil ich der Katze das Ding von den. Wie hießen die jetzt nochmal? Egal, sag mir, welche Fähigkeit es ist. Ja, wie soll ich dir das sagen, wenn ich nicht mal weiß, von wem ich sie gekriegt habe? Hä? Ja, was macht deine Katze denn jetzt? Ich glaube, es ist das, was deine Katze macht, aber ich weiß es halt nicht. Das wollte ich dich ja fragen, aber du warst gestern immer da. Das von den Plünderern. Ich kann aber, als du den Bildschirm geteilt hast, habe ich gesehen, Dennis, dass du dir alle Videos angeguckt hast bei der Katze. Wir haben einen Drachenspeer. Da geht mal rüber. Oh, wenn er dort bleibt. Aua. Ah, hab noch ausgelöst, offensichtlich. Er stirbt gleich. Solltest einsammeln. Ich mache jetzt nochmal aufsteigen und plündern. Schön, dass du jetzt die anderen Sachen leveln kannst. Nach und nach. Durchaus sinnvoll. Hä, ich dachte mir das, weil das. Oder ist das, was ich denke? Was ist es? Gibt es mehr Ressourcen? Plünderklinge gibt mehr Ressourcen, ja. Ja, genau. Deswegen habe ich es genommen. Rücken, Rücken! Ja. Einmal Radobahn abbauen. Fester Knochen, krummer Knochen, über Knochenmasse. Ja, ich hab's gemacht. Ich hol mir noch einen Keks. Und ich nutze diese 40 Sekunden, die wir gleich noch übrig haben, um meine Baguettes zu salzen und in den Ofen zu hauen. Bis okay. Gleich. Salze deine Baguettes. Quest erfüllt. So schaut das aus. Boah, nach meinen. Oh ja, hier ist keine Blumenfluss dabei. Naja, auch ein bisschen Radbahn.
Oh, du bist hast hier. Hast du wirklich keine Quest erfüllt? Dann waren das anscheinend keine Wildwand. Obwohl da Wildwandteile dabei waren. Bei dir ist es noch eine Quest, oder bevor die... Ne, die Düngerwirkung ist fertig, okay. Aber nur Honig diesmal. Dünger, Lockmittelgel, ja. Wenn man wieder was anderes da rein tut als Honig, jetzt gib mir endlich diese scheiß Viecher. Oh. Guten Tag. Ich habe 3 VIP-Spuktickets bekommen, davon habe ich noch 0. Nur weil ich die Spukrüstung anhab. Ich wusste nicht, dass das auch bei Low-Rank-Quests funktioniert. Ich dachte, warte, was? Ich erinnere mich, dass ich Spuktickets heute bekommen habe. Du meinst bei den Dailies? Ja. Ja, da gab es 2 Herbsternte und 1 Spukticket. Aber die VIP-Tickets musst du dir verdienen. Dann musst du die Rüstung craften und mit der Quests erledigen. Was du jetzt natürlich nicht machen willst, weil die Herbsternte-Rüstung erst später kommt. Ja, denke ich mir gerade auch so. Das finde ich jetzt. Aber ich renne jetzt in der Spukrüstung rum, weil ich hätte gern diesen Loop. Okay, hast du die nächste Quest schon drin? Nein, habe ich noch nicht. Okay, war ich so schnell. Okay. Ofen ist an, Timer ist gesetzt. Ich werde dann nicht sofort essen. Die Dinger sollen dann erstmal im Ofen liegen. Ich wollte sie nur schon mal fertig haben. In der Zwischenzeit esse ich einen Keks. Okay, wenn du meinst. Ich ändere meine Frisur. Ja, ich muss auch mein Abendessen vorbereiten, Mann. Das ist Sonntag, ich war jetzt nicht beim Bäcker gestern. Okay, wenn du meinst. Ich weiß ehrlich gesagt, also ich habe keinen in der Nähe, der sonntags offen hat. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Ja. Also irgendwie schaut das echt merkwürdig aus. Was der Frisur, dass ich 2 Haarfarben habe. Das finde ich schräg. Haben die sich da nicht mehr mögen. Die Ledermäuse sind nett, aber auch irgendwie unnötig. Also die Hose sieht gar nicht wie eine Hose aus, sondern mehr so als wäre ich wirklich ein Damn. Der Übergang von Hose zu Haut ist überhaupt nicht, als wäre das Kleidung. Okay, das brauchen wir noch. Und cool. Und jetzt habe ich Zeit, dass ich der Rüstung auch noch ein paar Dekos anbringe. Ich bin ja komplett leer. Oh, wow. 2 Vierer-Slots. Nein, 3 sogar. Ich möchte Ohrstöpsel. Das nervt mich am meisten. Okay, das da braucht. Ich hab nicht irgendwo Ohrstöpsel. Da. Warte mal, schauen wir schon mal ein paar Rüstungen in der Head. Nur damit ich weiß, ob ich. Ah, okay, das braucht auch hauptsächlich Knochen. Wo bekommt man denn finstere Tücher her? Nur deine Plünderer. Schnurtruppler. Das haben wir aber schon mal besprochen, Dennis. Oh mein Gott. Oh nee, okay. Du brauchst 5 Stück im Low Rank und nochmal 20 im High Rank. Also kommt bislang jetzt schon. Ich dachte, also kommt bislang habe ich 2. Ja, Todesgestank-Set. Kommt nach Guss-Set. Was? Als ob das jetzt schon kommt? Okay, gut. Dann bleibst du erstmal eine Weile bei Guss. Ja, wenn ich es dann habe. Oh Leute, ich brauchte auch Monsterknochen plus. Also brauchen wir. Okay, gut. Ja, dann sind wir jetzt eine Weile in der Spezialarena. Man kann die ja öfters machen. Okay. Belobigung. Wann mal ist. Die brauchen auch diese. Also will ich eigentlich gar nicht diese Route gehen, weil ich die nicht benutzen will. Ich habe nur 1 Vierer-Ohrstöpsel. Wir könnten die Route gehen. Wenn ich eure kein Kudo haben. Ja, bei dem bin ich gerade. Da sind auch solche drin. Da ist der überall drin. Ne? Oh, Erschütterungswiderstand. Vielleicht gönne ich mir das. Okay, dann gehen wir im Knochenbaum die Tobi-Richtung. Die Tobi-Richtung.
dauert mal wieder. Naja. Ja gut. Okay, schauen wir mal ans Questbrett. Optionale Quests. Es ist in Blau abgeschlossen, also fehlen mir hier irgendwelche Quests noch. Diabolos. Also von der Machtpaar-Quest kriege ich nichts. Scheinbar nicht, die ist nicht hier dabei. Aber die beiden sind hier. Okay. Diabolos. 2. R. Ja. Eine Frage von diesen komischen Dingern, die nur die Strohstoppler finden können. Ist es auch möglich, dass ich mehr als eins davon finde pro Schnurtrupp? Ja, gehe ich schon von aus. Okay, da bin ich jetzt ganz optimistisch und die fehlenden drei finde ich einfach so in einem einzigen Schnurtrupp. Ja, das ist nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Aber... Bist du schon auf dem Weg oder? Ja, jetzt. Der Diablosch. Okidoki. Rüstung hat nur 4er, 2er und 1er Slots, keine 3er Slots, was ein bisschen blöd ist, weil meine meisten Ausstöpsel-Dinger 3er Slots brauchen. Aber okay. Weniger Ausstöpsel als mir eigentlich lieb wäre, aber. Ich verstehe nicht, was du meinst mit deinen Slots, aber okay. Ist okay. So, wir müssen jetzt erstmal hier mein Inventar wieder säubern, damit ich wieder Zeug mitnehmen kann. Ich kümmere mich um die Hörner. Des Monsters. Oh ja, ich hätte erwartet, dass der hier ist. Na, ich nicht. Ach, nice. Du musst dich um den Schwanz kümmern. Ich habe eine stumpfe Waffe. Ha, ein Horn ist schon ab. So schnell kann es gehen. Alles ist, Material, was da liegt. Ja, ist doch nur Geld wert. Nicht nur Material. Sei bitte so lieb und lass mir eins auf. Sobald er mich in Ruhe lässt, spiele ich mal Musik für Gesundheitserholung. Natürlich rammt er mich. Oh, ist aber aktiviert worden. Ich habe Horn Maestro immerhin eine Stufe drin, das heißt, es hält länger. Slot 8. Hui. Er macht Damage. Okay, jetzt geht er wieder runter. Thank you.
Lauft doch nicht so viel rum, wie soll ich da an den Schwanz kommen? Das war ein Charge Attack. Oh, Mist. Oh, er steckt fest, ich habe ihn erwischt mit der Schreikapsel. Okay, ich weiß nicht, ob ich so seinen Schwanz treffe, aber. Er steht ja schon wieder. Ich brauche sein zweites Horn. Okay, ich gebe uns mal Angriff hoch, indem ich so drücke. Ja. Er ist gelb, könntest du gegen die Wand hauen? Ich habe kein Ding. Er ist wieder rot. Okay, weg ist es. Da war nur gelb, solange er gerade so. Dings da. Liebe Schreikapseln, hier funktioniert das wenigstens zuverlässig. Schau dir das mal an. Nicht fliegen, du kannst das nicht. Ich habe nicht genug Teilebrecher eingepackt. Ich habe noch eine Schreikapsel. Doch mal schnell! Oh, er liegt. Ja, genau so. Mal rein da! Gesundheit erholen. Der Schwanz. Das muss Horn ist Champ auch schon erholen. Tauch auf! Aber zählt das so als Schwanz? Weiß nicht. Er ist so hoch. Mann, das wird später so anstrengend. Manche Monster sind so hoch, da frage ich mich echt, wie zur Hölle man manche Teile treffen soll. Einmal braucht ein Langschwert. Ja, das reicht. Das hat zumindest die Range, aber. Jetzt durch die ganze Gruppe läuft. Au. Okay, ich hätte vielleicht versuchen sollen zu dodgen und nicht einfach laufen. Oh. Ich muss ja mal kurz weg. Auch mehr, dass er bei dir bleibt. Ah, okay, er ist eingepennt, sure. Ah, dann schleife ich mal kurz, wenn sie ihm das nicht stört. Ob ich ihn gleich mit der vollen Ladung reinhauen kann. So, bin wieder da. So, oh, let's go! Eine Minute bis zum Drachenspeer. Los! Geh ab! Die Sache ist auch, diese mittleren Angriffe, die schlagen alle nicht wirklich nach oben. Vielleicht trifft man mit denen gar nicht so gut. Du musst die Combo abbrechen nach den ersten zwei Hieben. Indem du zeitlich rollst und dann nochmal schlägst. Weil die ersten beiden gehen ja hoch. Hä? Taten sie eigentlich nicht, aber gut. Bin ich blöd? Die ersten beiden sind die hohen Hiebe beim Langschwert. Ich hab dir gerade zugesehen. Was lag? Nein, ich meine die mittlere Maustaste, Mann! So, ja, die ist zuhören. Dahingehend nutzlos. Wieso lebt denn der noch? Weil sein Schwanz noch nicht ab ist. Brauchen wir. Ich bin fast tot, man. Oh mein Gott. Dann, ich kann dir da nicht helfen. Ich habe schon Gesundheitserholung vorhin musiziert. Ja, unsere Katzen töten den, wenn... Ja, keine Ahnung. Ich haue konstant auf den Schwanz. Ich haue auf nichts anderes. Ich versuch's jetzt auch, aber ich habe keinen Teilebrecher. Ich kann ja auch nicht so mega aggressiv sein, weil. Oh, schau mal, da liegt. Ja, schön, aber ich bin halb tot, also. Ist halt risky jetzt. Ja, ja, dann stirbst du eben einmal. Schwanz ist immer ja, noch klappt eben nicht immer. Ja, klappt eben nicht immer. Also, nur dass du Bescheid weißt, wenn wir dann
uns das Endgame nähern, dann wird es eh so sein. Da freut man sich, wenn das Monster tot ist, ohne dass man Game Over geht. Wie effektiv ist ein Elektro gegen den Monster? Am ersten Kampf. Weiß ich nicht auswendig, warum. Ja, keine Ahnung, weil das ein Schwerttyp ist. Nicht, dass es nicht sehr effektiv ist oder deswegen so viel davon aushält. Na, gib mir mal Zeit. Diablos. Donner nur ein Stern. Am stärksten ist Eis, gefolgt von Wasser und Drache. Also gewöhnlich. Na, immerhin ist es kein X. Also Feuer ist ja sogar resistent. Je weiter wir kommen im Spiel, desto mehr Gegner haben nicht einfach nur 1 bis 3 Sterne, sondern dann halt auch mehr X. Oh, am schlimmsten sind die Monster, die Phasen haben. Naja, also wir können den ja nochmal machen. Aber erstmal gehen wir alle durch, oder? So, was haben wir denn? Monsterknochen plus. Was? 8 Stück? Okay, sure. Ich habe 166. Hab hier gerade auch nochmal welche bekommen. Ja, das war jetzt aber schon sehr hart. Ich meine 8 Stück von der einen Quest. Ja, insgesamt hatte ich 0. Das ist sehr hart, ja. Ich glaube, ich kann eine Rüstung fertig bauen. Dass die Stacks hier auch immer 2 geben. Ich glaube, dass der Verdopplungsmod nicht nur das Zerlegen verdoppelt hat. Nichts hält uns auf. Du musst jedenfalls wesentlich weniger farmen als normale Menschen. Und ich jetzt auch. Yeah. Ja, ist doch gut. Spiel bitte lag nicht. Obwohl ich mir war das nicht die Ressourcenzentrale. Wo ist denn der eigentlich? Ich muss den resetten. Warte, gehen wir mal zum Forscher, der steht glaube ich nicht da, wenn er was will. Okay, der will nix. Mein Schnurtrupp ist noch nicht wieder da, weil wenn, dann würde mir das Spiel das sagen. Hoffe ich zumindest. Es wird eingeblendet und wenn du es nicht abholst, wird es nach der nächsten Quest wieder eingeblendet. Also wenn du es nicht siehst am rechten Rand, dann liegt es an dir. Okay, Ausrüstung schmieden, Rüstung. Okay, Gussbeine hatte ich übrigens schon an. Okay. Und jetzt wollte ich sagen, wird der Rest angezogen, aber scheinbar fehlt mir da noch was anderes. Was denn? Ja, warte, ich ziehe den Rest, den ich noch anziehen kann, noch an, bevor ich das determine. Mir fehlen Korallenkristalle. Okay. Dann weißt du ja, wo du jetzt hin musst. Ja, ich frag die Wiki. Dude, das Ding hat Korall im Namen, Crystal. Aber er fragt. Korall Crystal. Korallenhochland. Ach, okay, die gibt's gar nicht woanders, wie scheint. Ja, irgendwie wundert mich das gar nicht so sehr. Wir brauchen eine Quest am Korallenhochland. Für den befristeten Beutezug. Also mach's als Quest, wenn möglich. Okay, ich bin mir unsicher, wie genau du das jetzt meinst. Irgendeine Quest, die dort ist. Du sammelst dann deine Ressourcen und ich töte Monster in der Zwischenzeit. Meine Main-Quests und optionale Quests sind aktuell keine mehr dort, oder? Okay, auch egal. Dann geh als Expedition rein und mach mir SOS-Signal. Aber ich meine, ich kann natürlich irgendwas annehmen von den anderen Sachen. Ist egal, wir müssen uns nicht um die Quest kümmern, es sind nur 2 Kann Quests. Ich eigentlich schon sehen, was der Schnürtrupp schon dabei hat? Das sehe ich wirklich erst, wenn die dann kommen. Ja. Die geben dir kein Status-Update. Die haben kein Smartphone. Nicht? Offenbar nicht. Ah, nein, das war nicht der Bann. Da aussehen. Wenn ich noch nicht meinen Hut ändern kann, dann kann ich meine Haarpracht ändern, ja? Das klingt sinnvoll, tatsächlich. Aktuell bei der weiblichen Frisur habe ich das Gefühl, muss ich sagen. Gut möglich, man darf beide haben. Haare könntest du bitte nicht durch die Kleidung klippen. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht
sicher, ob uns Dante das überhaupt Geschlechter nennt oder Körpertyp. Was? Es gibt doch Spiele, da wählst du einen Körpertyp aus. Da steht nicht explizit männlich-weiblich. Das ist auch schon vor dem ganzen Schmarrn, wo sich Leute über sowas aufregen. So gewesen. Kann mich jetzt nicht erinnern, wie die Charakterstellung hier gewesen ist. Aber abgesehen davon, dass die Charaktere vom Aussehen her offensichtlich das eine oder das andere sind. Aber du kannst allen die gleiche Füße übergeben. Achso, das ist gar nicht in der Arena gewesen. So, gut, nachdem ich noch Zeit habe, schaue ich mal kurz meine Baguettes an. Ach, Monster gibt's auch, die das drücken. Okay, nehmen wir mal die, die ich schon dort habe und da. Ne, die waren beide dort, okay. Frau hier, Ressourcenzentrale. Kann jederzeit eine Essenspause machen. Ich hätte gerne eine Untersuchung mit nach Ziel. Ne, warte, Ziel ist es nicht, Ort. Korallenhochland. Steht da so überhaupt? Ich schaue auf die Karte rechts. Hä? Da ist keine Karte, wenn ich die Untersuchungen ach so, anschaue. Warte mal. Bei Untersuchungen? Wer gibt einem Untersuchungen? Moment. Ah, da steht's. Irgendwo muss es stehen. Okay, bis wie viele Seiten ist ein Korallenhochland? Bis hier. Warte mal, kann ich vielleicht irgendwie, wenn ich jetzt sage, nach Belohnungen sortieren und dann sage ich Ort Korallenhochland, bleibt diese, ja, schaut so aus. Die Sortierung bleibt. Okay, was ist denn die beste im Korallenhochland? Das hier. Da darf man einmal ohnmächtig werden. Oh, okay. Dann stirbt nicht. Ja, was ist denn, was ist denn, was ist eine 30-Minuten-Quest, wo man zwei Gegner erlegen muss? Ja, das ist aber im Low Rank kein Problem. Das kann ich solo. Achso, okay, also. Okay. Also soll ich annehmen? Ja, mach ruhig. Das vergiss nicht, dass ich extrem OP bin. Okay, gut, dann erlegst du halt zwei Leute alleine. Ja. Und rufst mich dann, damit ich das Zeug einsammeln kann. In Ordnung. Untersuchung. Da, das hier. Genau, zwei Spieler. Also was du... Okay, warte mal. Tu mir mal einen Gefallen. Wenn du an der Kiste bist... Ja, okay, ich gehe an die Kiste. Hast du dort Dekorationen anbringen? Dekorüstung? Nein. Direkt unter Bogengewehr umbauen. Als Ausrüstung verkaufen drunter. Okay, hast du nicht. Gibt's als im Loring nicht. Also auf jeden Fall nicht an der Kiste, die hier neben dem Questbrett steht. Ja, ich meine, wir wissen, dass deine Rüstungsteile schon Fähigkeiten haben können. Theoretisch könntest du jetzt schlau sein und dir ein Rüstungsteil anziehen, das dir... Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie es heißt. WTF? Na, es gibt eine Fähigkeit, da kannst du an den Knochendingern oder eben auch am Erz einmal mehr abholen. Was sind denn Anhänger? Hängst du an deine Waffe, baumelt da rum, sieht nett aus. Warum? Okay. Ja, weil ich immer kurz reingeklickt habe. Da reitet jemand auf einer Kirin. Ach so, das Ding, ja, es ist von Monster Hunter Stories. Oder da steht Riders, aber das kenne ich nicht. Aber gut, dass du sagst, ich hänge mir jetzt auch mal was dran. Was okay, passt denn? Warte gut? Mal, ich erinnere mich jetzt gerade daran, dass ich wieder. Wo ändere ich meine Ausrüstung um? Ist das nicht hier in der Truhe? Da, Ausrüstung ändern. Ich hätte gerne wieder die Gesundheitsbooster. Den mag ich nämlich so gerne. Heilung finde ich immer gut. Und... Achso, da, Geologe ist das, was du brauchst. Lässt dich einmal häufiger an Knochenhaufen, Sammelplätzen und Förderplätzen sammeln als normal. Du bräuchtest... Ja, keine Ahnung. Kommt das von Rüstungen oder was meinst du?
Entweder hast du ein Rüstungsteil im Lorank, wo Geologe drauf ist, oder du craftest dir den Talisman. Oder beides, weil es gibt 3 Stufen. Soweit ich das lese, bräuchte man die 3., wenn man Förderplätze will. Also aber Talisman ist ja... Ja genau, das ist ja eine Ausrüstung. Da müsste ich ja quasi, bevor ich Zeug farme, dran denken. Das ist auch irgendwie doof. Ja, natürlich müsstest du dann dran denken, was anderes anzuziehen, mitzunehmen. Wie auch immer. Wenn du das nicht willst, dann tust du es halt nicht. Also ich habe ein Farming-Set hier irgendwo. Da ist Kette, Radian, Schmetterling und Jäger drin. Inklusive Geologie-Talisman. Und das benutzt man dann, um halt mal ein paar Expeditionen zu machen. Naja, gut. Okay. Du hast eine Quest bekannt gemacht. Ja, das habe ich. Wir haben 30 Minuten Zeit. Ja, das ist so. Für die beiden. Gut, dann töte ich sie nicht zu früh. Manchmal sind Erze ja auch beim Quest-Reward. Oder wenn du Erze sammelst, wird dein Palico auch welche sammeln. Dann sind die später dann in der... bei dem Palico mitbringen sind dabei. Ach so. Palico sammelt ja. Erz. Ja. Wenn du da in der Nähe von so einem Ding bist. So, jetzt muss ich erstmal nochmal überlegen, wo die nochmal waren. Irgendwo in der Nähe von diesem Ding, wo du dich abseilst. Naja, nehmen wir erstmal das Truhenzeug mit. Klatschen wir. Genau, hier haben wir wieder unseren Gesundheitsbooster. So, hier unten waren aber, glaube ich, gar keine. Die waren aber da oben, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, genau, hier sehe ich sie. Das heißt also, wir gehen gleich hier hin. Genau, wir gehen hier hin von hier. Also, irgendwo in der Mitte gab es ja ganz ordentlich welche. Und dann ganz oben, kurz vor dem Gebiet so, der Katzen. Einmal hier durchklettern. Dass man hier immer durchklettern muss. Könnt ihr nicht vielleicht eine Tür hinbauen oder so? Ist mich verarscht, das muss monstersicher sein. Ja. Und natürlich. Ja, was ist denn jetzt? Natürlich muss das sein, aha. Keine Ahnung, wenn das so groß ist, dass wir durchpassen, heißt das ja eigentlich nicht, dass Monster durchpassen sollten, oder? Ja gut, okay, mache sind kleiner, die normalen Monster. Aber sind die überhaupt so gefährlich? Ah, wir sind ja Übermenschen in diesem Spiel, so viel ist klar. Das ist nicht die normale menschliche Rasse aus unserer Welt. Wenn man sich überlegt, wie schwer diese Waffen sein müssten, realistisch betrachtet. Und was unsere Beine an Fall-Damage aushalten. Ja, man rollt sich halt ab. Ja, das funktioniert ja auch bei unendlich Höhe. So wie ein Meter tiefes Wasser in Minecraft auch... alles abfängt, egal ob du aus dem Weltall kommst. Also ich glaube, jemand hat es mal überlebt, von einem Flugzeug zu fliegen. Der ist ganz glücklich gelandet. Ja, ganz glücklich, das glaube ich. Also selbst bei denen ist das so. Ich will vielleicht das Netz nicht kaputt gehen. Okay, der Tsitsiyaku hat ein Totenkopf-Symbol und verschwindet. Ich gehe zum Paolumo. Ich habe Fußspuren von dem gefunden gerade. Ja, das ist gut. Oh ja, er schwebt hier. Das falsche markieren? Vielleicht. Dachte ich, hätte einen Erzhaufen markiert.
Nicht gerade. Achso, ich bin gerade quasi auf einem anderen, ja, okay. Ja, da will ich ihn eigentlich. Aber die Kamera den falschen Layer angezeigt und deswegen habe ich es dann. Keine Ahnung. Einfach wieder hier hoch. Gut, gönnen wir uns das Honig. Hä, muss ich da reinklettern? Anscheinend. Da hinten Förderplatz. Ich gehe jetzt mal von aus, wenn ich das den Förderplatz markiere, dass mich die Speerkäfer dahin bringen, wo ich zum schnellsten dahin komme. Was eigentlich heißen müsste, über das Teil dahin. Liegt da irgendwo ein Stück rum? Scheinbar nicht. Das hier eigentlich verändert? Sagt die Quest explizit? Also... Was? Man kann doch mit Sicherheit auch einfach fangen. Also warum hier sollte steht, man er jage fangen? Alle Ziele. Glaubst du, wir gehen Game Over, wenn ich eins fange? Ich riskier's dann mal nicht. Wasserkernerz. Ah, okay. Das war nur Eisen. Drachniterz, Korallenkristall, Drachniterz. Hallo, das brauche ich gerade nicht, aber okay. Wasserkern. Ah, das. Ich glaube, okay, ich glaube, ich habe alle gemeint, die hier waren. Oh, ich soll vielleicht ein paar beenden. Wir werden nicht vergessen und schauen. Tschüss.